Ich heiße Khadija Genius. Ich wende mich als Opfer an Sie, zu dem mich der brutale Mord an meinem Jamal gemacht hat. Jamal Khashoggi, ein bekannter saudischer Journalist der Washington Post, wird vermisst, nachdem er sein Konsulat in Istanbul aufgesucht hat. Zuletzt sah man ihn ins saudische Konsulat gehen, um Papiere für die Hochzeit abzuholen. Seine Verlobte sah ihn um 13 Uhr hineingehen und noch um 1 Uhr nachts wartete sie auf ihn. Er hatte sich ja nicht in Luft aufgelöst. Können Sie sagen, was Herrn Khashoggi zugestoßen ist? Nun geben die Saudis zu, Khashoggi ist im Gebäude gestorben. Heute kann ich sagen, dass die Tötung von Jamal Khashoggi geplant war. Die Regierung behandelt mich, als hätte ich den König erschossen. Wir wussten, dass sie die ganze Sache unter den Teppich kehren würden, wenn wir ihnen die Chance dazu geben. Stimmt es, dass der türkische Geheimdienst Audioaufnahmen vom Mord an Khashoggi besitzt? Ich weiß, warum Jamal umgebracht wurde. Wegen mir. Es ist denkbar, dass man alles, was vor sich ging, beobachtet hat. Und vielleicht sogar Anweisungen gegeben wurden. Wir spalten einige besonders belastende Puzzleteile, wie das saudische Double, auf. Jamal glaubte, das ganze Land sei gegen ihn. Aber so war's nicht. Ich sagte, wir müssen unsere eigene Armee schaffen. The king firmly denied any knowledge of it. It could have been rogue killers. Who knows? Das kam gerade. Sei sehr vorsichtig, wechsel permanent die Stadt. Ein Team von Killern soll dich umbringen. Der Absender ist anonym. Er musste auf diese Art und Weise getötet werden, als Botschaft für alle anderen. Wenn du einen Jamal mit seinem Status umbringst, wen wirst du nicht töten? Du kannst jeden töten. Ich warnte Jamal. Arbeitest du mit uns, bist du nicht länger bloß Journalist, sondern ein Dissident. Was wisst ihr über die Bienen?